In Blindham bei Aing, beim Sepp und vielen, vielen anderen Bushcraft-Kollegen auf der Bushcraft-Akademie. Heute mal als Trainer unterwegs im Fachbereich Lederbearbeitung. Und wie man hier schon sieht, die Trainer sind gestern schon vollständig eingetroffen und eben sind die ersten drei Teilnehmer ebenfalls eingetroffen. Wir haben jetzt kurz vor 10. Jetzt peu à peu werden die ganzen Leute eintreffen. Und ich denke doch, das wird ein richtig schönes Wochenende. Und ja, ich melde mich dann wieder. Bisschen Abstand und mit bedachten Schlägen arbeiten. Also, ist halt ein Naturmaterial. Einmal kann es sein, du hast ein trockenhartes Leder, musst du draufdrücken, dass überhaupt was reingeht. Und dann einmal ein leichter Hieb und es ist sofort verquetscht. So wie es halt mit der Natur ist. Immer mit Bedacht arbeiten. Etwas Übung. Das passiert mir aber auch gelegentlich. Also ich bin da jetzt kein Vollprofi. Wenn man es eine Weile nicht macht. Wann hast du
hast du angefangen damit? Also was war so für dich der Schlüssel, wo du gesagt hast, nee, finde ich cool, damit will ich nicht... Ich habe ein Buch zufälligerweise entdeckt, wo ich dann rausgefunden habe, das ist das einzigste deutschsprachige Fachbuch für diesen Bereich. Das habe ich für 1 Euro gekauft, das wird heutzutage so für 30 Euro gehandelt. Es gibt nur ein einziges. Ein einziges deutschsprachiges. Ja, Deutsch meine ich. Ja. Erstmal gucken. Guck mal. Ich glaube, ich bin schon durch hier. Netz rausdrehen. Mal ein bisschen zu viel. So, erstmal einschlagen und gucken. Nicht 5-mal schlagen und gucken. Sorry. Ja. Merci. Servus. Wieder arbeiten. Bist du durch? Die Kraftakademie geht jetzt langsam zu Ende. Die meisten haben ihre Station abgearbeitet. Es wird jetzt noch ein großes Gruppenbild gemacht und dann wird noch ordentlich abgebaut, aufgeräumt. Wir wollen ja keinen Müll hinterlassen. Und ich bin während des Workshops eigentlich gar nicht wirklich groß zum Filmen gekommen, nur die wenigen Clips und die Bilder, die ihr jetzt gesehen habt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen kleinen Eindruck bekommen, was mein Aufgabenbereich bei der Buschkraft Akademie war. Ich denke, die anderen Trainer werden die meisten doch auch Videos jetzt noch hochladen oder sind vielleicht schon hochgeladen. Die ich weiß, werde ich noch in die Beschreibung mit dazufügen, dass ihr so ein bisschen Überblick bekommt, was hier an dem Wochenende alles so gelaufen ist. Ich hoffe nur, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal auf YouTube. Macht's gut, Servus.